Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten, möglicherweise auch wieder etwas kontroversen Videothema. Und zwar geht es heute darum, was Smurfer eigentlich sind, also was ein Smurfer ausmacht, wie schlimm Smurfen ist und ob Smurfen, das baut sich auf der letzten Tatsache dann auf, so schlimm ist wie Cheaten bzw. Griefen. Das Ganze werde ich ähnlich aufbauen wie das letzte Video, wo es darum ging, ob man behindert ist, wenn man Cheater callt. Das ist übrigens hier verlinkt. Also, fangen wir an. Was ist ein Smurf? Ich habe mich im Internet ein bisschen umgelesen und als Smurfer werden von manchen Leuten bereits Leute bezeichnet, die einfach einen Zweitaccount haben bei irgendeinem Spiel, in dem es Ränge gibt. Das war's schon. Das ist für einige ein Smurfer. Jemand mit einem Zweitaccount. Der Zweitaccount ist der Smurf, der Schlumpf. Wo die Bezeichnung übrigens herkommt, weiß ich nicht. Es hieß früher Skillfaker, das macht irgendwie Sinn, aber Smurf, ich weiß nicht, warum man das so genannt hat. In Zahlen sind das aber nicht so extrem viele, die das so sehen. Die meisten sehen es wie folgt. Jemand, der einen Zweitaccount hat und diesen Zweitaccount mit Absicht entweder so gekauft hat, dass dieser Zweitaccount einen niedrigen Rang hat oder ihn mit Absicht so spielt, dass er sehr niedrig eingerankt wird. Also einfaches Beispiel. Ein Global kauft sich einen weiteren CSGO-Account, der auf Silber 1 ist, um auf Silber 1 mal schön Druck abzulassen und ein paar Leute einfach zu ficken. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das abgeht, wenn ein Global auf Silber 1 spielt. Der killt das ganze Gegnerteam und sein eigenes und holt so einfach trotzdem den Sieg. Option 1, also einfach nur einen zweiten Account zu haben, finde ich einfach, das ist irgendwie bescheuert. Keine Ahnung, wer das sich das überlegt hat. Es muss irgendwie so ein whiny Kid gewesen sein, der das ganz einfach haben möchte. Also so einfach ist es auch wieder nicht. So, im bereits Gesprochenen war eine oder die wichtigste Sache überhaupt genannt, die aber nicht ausgesprochen wurde, sondern die man sich nur dabei gedacht hat. Und zwar geht es um die Absicht. Was hat jemand vor? Holt er sich absichtlich einen Low-Rank-Account? Also kauft er sich den zum Beispiel direkt, um zu smurfen? Beziehungsweise spielt er absichtlich schlecht, damit sein zweiter Account ganz, ganz schlecht eingerankt wird und er kleine Leute zerfisten kann? Und mit kleinen Leuten meine ich den Rank, nicht die Körpergröße. Die Absicht ist das A und O bei der ganzen Sache. Denn das Ganze geht auch ohne Absicht. Und schon ist es kein Smurf mehr. Nehmen wir zum Beispiel mich als Beispiel. Ich habe mir einen zweiten Account gekauft. So, bin ich jetzt Smurfer? Nach einigen gehirnamputierten Leuten, ja, bin ich, weil ich einen zweiten Account habe. Warum habe ich mir einen zweiten Steam-Account erstellt und mir CSGO dafür gekauft? Damit ich, ratet mal, ding ding richtig, damit ich die ganzen Skins und Kisten, die ich von euch geschenkt bekomme, ablegen kann, weil mein Main-Inventar voll ist. Ja, CSGO-Inventare können volllaufen, bei, ich glaube, ungefähr 1000. Und dann kannst du keine Trades mehr annehmen, dann kommt Fehler 25 oder Fehler 12. Ich glaube, Fehler 25, wenn du einen Trade annehmen willst und du kannst da nichts weiter machen, weil dein Inventar eben voll ist. Das heißt, ich brauche ein Inventar, wo ich nicht die Sachen schieben kann. Kurzer zeitlicher Schnitt, zack, für Games im Livestream. Es stellt sich heraus, dass mein Main-Account etwas zu hoch ist für die meisten Zuschauer, weil viele eher so im Silberbereich sind. Das war irgendwie kacke. Wenn ich dann 4 Silber im 4er Game hatte und mich halt noch, dann ist es meist eine ziemliche Klatsche gewesen. Und das ist nicht nur blöd für meinen Rank, obwohl der gar nicht so extrem wichtig ist, das wisst ihr ja. Aber es ist vor allem blöd für die Leute, die mit mir spielen. Sie wollen ja auch eine gute Zeit haben. Und wenn sie ständig geklatscht werden, ist es kacke. Dann haben wir gesagt, hey, nimm doch einfach deinen zweiten Account. Mit dem spielen wir einfach 4er Games und mal gucken, wie er eingerankt wird. Also völlig positive Absichten. Wie wurde ich eingerankt? Gold Nova 3 oder so, oder Gold Nova 2 sogar. Also schon um einiges niedriger als mein Main. Wer jetzt der einfach im Kopf ist und auch aus Putzeimern trinkt, der könnte meinen, oh ja, ja, Smurf, Smurf. Aber der wichtigste Punkt, ihr wisst bestimmt noch, was ich meine, die Absicht war nicht vorhanden zu smurfen. Somit ist es kein Smurf. Ich spiele mit dem Account auch nicht und lache mir einen ab, wenn ich Leute abklatsche. Und wisst ihr was? Was der Oberwitz an der ganzen Sache ist, ich habe viel mehr Loses auf diesem verschissenen Zweitaccount, ja, Zweitaccount, nicht Smurf. Ich werde da viel öfter gefickt und kaputt geklatscht, wie mit dem Main, wenn ich mit meinen Global Mates spiele. Das ist Wahnsinn. Wally und ich haben gestern jemanden kennengelernt in Global, beziehungsweise er war Supreme. Wir haben ein Spiel mit ihm gespielt, zack, er ist aufgerankt zu Global. Habe ich auch noch nie erlebt, dass jemand live Global wurde. Und wir haben noch zwei weitere Spiele mit ihm gespielt und dann waren die Gegner immer so LEM, Supreme. Wir haben übrigens alle Spiele gewonnen. Und wir haben ihm erzählt, dass wir eben zweite Accounts haben. Also Wally hat ja auch einen, dass wir halt manchmal da auf dem Gold Nummer 4 Rank spielen, 4 Games und hin und her. Und da hat er gelacht und hat gemeint, dass es da meist viel härter ist, wie weiter oben. Aber das ist auch nur am Rande erwähnt, das ist nicht wirklich wichtig hier für die ganze Sache. Wir haben jetzt festgestellt, was überhaupt Smurfen ist, was einen Smurfer ausmacht. Und ich hoffe doch auch klargestellt, dass mein zweiter Account kein Smurf-Account ist. Ich habe ihn am Anfang selbst so genannt, weil ich dachte, zweiter Account heißt Smurf. Was in der Hinsicht sogar, also rein die Bezeichnung ohne diese negative Wertung, Sinn macht. Es ist mein kleiner Schlumpf, der zweite Account. Mein kleiner Schlumpf. Ha, das macht sogar echt Sinn. Der Große ist der Große und der kleine Schlumpf. Das kleine Abbild. Ja, jo. Jetzt weiß ich, wer es kommt. Ich verstehe schon. Ist Smurfen jetzt schlimm? Oder anders formuliert, sind die Leute verweichlicht? Lasst uns dazu einen recht großen Schritt nach hinten machen. Counter-Strike 1.6 und Source. Wie hat man damals Matchmaking gespielt? Es gab im Spiel und es gibt auch nach wie vor in diesen Spielen keine Matchmaking-Optionen. Man geht einfach auf irgendwelche Server und spielt dann mit Leuten. Da ist alles und jeder dabei. Also so ähnlich wie wenn man halt Arms Race oder Deathmatch spielt, dass die ganz, ganz Guten da zwar auch sein können, aber schon eher die Matchmaking-Funktion mit ihren Mates nutzen. Bei Source gab es ja keine Matchmaking-Funktion. Da gab es natürlich ja noch viel, viel mehr gute verteilt auf die gesamten Server. So, wenn man aber Matchmaking spielen wollte, musste man was machen. Also wenn man jetzt einen Clan hatte und gesagt hat, wir müssen mal wieder ein Clan-War spielen,
Dann hat man entweder einen Clan angeschrieben, gegen den man kämpfen wollte, also einfach als Gästebuch bei denen, hey, wir wollen gegen euch spielen, wann habt ihr Zeit? Oder man ist zum Beispiel in IRC gegangen. Das könnt ihr euch, also für alle, die es nicht kennen, wie so ein großer Chatroom vorstellen, mit verschiedenen kleinen Unterräumen. Zum Beispiel einen Counter-Strike, Source, 5-on-5 Raum. Ich habe mich da meistens bewegt, weil ich derjenige war, der die Spiele gesucht hat. Ich bin dann da rein, habe in den Chat geschrieben, 5-on-5, Server on, mit. Das heißt, ne, 5-on-5, logisch, Server on, also wir haben einen Server und unser Rank ist mit, also Mittel. So, und jetzt überlegt mal, da sind hundert oder tausende von anderen Spielern, die Matches suchen. Es gibt keine Überprüfung, was für ein Skill du hast, es gibt keine Überprüfung, was die für ein Skill haben. Du kannst nur deinen Skill schreiben und darauf vertrauen, dass jemand kommt, der hoffentlich auch ungefähr auf mit ist. Du musst also nicht nur darauf vertrauen, dass die dich nicht einfach anlügen, sondern du musst auch hoffen, dass die sich selbst gut einschätzen können und dass du dich selbst gut eingeschätzt hast, also dein Team und dich. Ihr merkt schon, da gab es viel, viel mehr Raum für überkrasse Zerfickungen. Damals gab es das Wort Skillfaker. An der Stelle, finde ich, macht das irgendwie dann doch mehr Sinn. Der Skill, den man hat, man gibt vor einen anderen Skills. Naja, ist ja auch scheißegal. Die Bezeichnung ist ja wurscht. So, also man wurde des Öfteren überrascht. Und bei uns war dann meist die erste Frage, Alter, was hast du gesucht? Und dann habe ich entweder einen Fehler gemacht und habe gesagt, Leute, ich habe mit Plus gesucht. Ich dachte, wir sind heute gut drauf. Und alle so, was? Nein, hättest du nach Low gesucht. Weißt du, wir hätten uns lieber selbst für Skillfaker gemacht. Und dann spielt man einfach vor sich hin und wird halt einfach zerstört und denkt sich, fuck, die sind echt scheiße gut. Wahrscheinlich haben die einen Skill gefaked. Aber es hatte nie dieses extrem negative, fast schon zerstörerische, was es heute hat. Bei einigen zählt nämlich, und das ist eigentlich schon die Überleitung zum nächsten Punkt, Smurfen fast als Cheaten. Wenn die einen Smurfer im Gegnerteam haben, dann geben die Leute auf. Ähnlich wie wenn sie einen Cheater im Gegnerteam haben. Und das ist einfach scheiße. Natürlich wird man heutzutage wie in so Watte verpackt bei CSGO. Man wird in CSGO wie in so eine Watte verpackt. Es wird ganz genau geschaut, also wenn das System zu 100% funktionieren würde, würde man ja grundsätzlich nur mit Leuten spielen, die ungefähr den gleichen Skill haben wie du selbst oder wie man selbst. Das heißt, man ist so ganz beschützt, wie so eine kleine Schneeflocke, dass sie bloß nicht kaputt geht. Und das verweichlicht die Leute extrem. Man merkt es ja, wie die Community ist. Und Weicheier haben oftmals eine salzige Hülle um sich drumherum. Also einfach so ein weiches, vielleicht schon verschimmeltes Ei und außen ist so eine Salzhülle, die sich von den ganzen Tränen gebildet hat, die der Cryboy oder das Crygirl ausheult. Und da hat es einen größeren Impact, so ein Smurf. Oder ein möglicherweise Smurf. Weil man es ja auch nicht weiß, ob der nicht vielleicht einfach gut ist und man halt gerade sauschlecht spielt, beziehungsweise, ja. An der Stelle hake ich wieder ein, so wie auch bei dem Cheater-Video und sage, natürlich gibt es Smurfs, das bezweifle ich gar nicht. Wenn ihr ein Spiel spielt und einer, irgendeiner, hat ungefähr 20 bis 30 Kills mehr als der zweite in seinem Team oder der erste im Gegnerteam. Dann würde ich auch sagen, ah, krass, der ist echt übergut. Möglicherweise hat er so ein bisschen geschummelt bei seinem Rank. Nicht, wenn er 5 Kills mehr hat oder was weiß ich. Manche sagen, das smurft zu dem letzten im Gegnerteam. Nur weil er sie halt gerade mal krass weggedrückt hat. Ihr merkt schon, die Problematik an der Stelle ist fast dieselbe wie bei dem Cheater-Callen, ist gleich Behinderung. Die Leute sind so weich, dass sie es als einfacher erachten, jemanden als Smurfer zu callen, anstatt einfach zu sagen, oh, der ist aber ganz schön gut. Der ist wohl an der höchsten Stelle in unserer Elo. Und vergesst nicht, dass so ein Matchmaking ja oftmals plus minus 2, manchmal sogar 3 Ränge Unterschied hat. Also ich hatte schon 3 Ränge Unterschied in einem Matchmaking. Also dass die Spanne von Ranks, die insgesamt vertreten waren, in meinem und im Gegnerteam, über 3 Ränge hinweg ging. Und 3 Ränge hinweg ist schon wirklich krass, wenn ihr euch dann wiederum überlegt, dass es auf einem einzigen Rang schon riesige Unterschiede geben kann. Auf einem Rang. Lasst euch das mal in der Ohrmuschel zergehen, wie ein bisschen Spucke. Auf einem Rang. Riesenunterschied. Und jetzt stellt euch einfach mal diese unglückliche Situation vor, dass ihr gerade der Schlechteste auf dem untersten Rank seid und der andere im Gegnerteam 3 Ränge über euch der Beste in diesem drittrangigsten Rang ist. Da ist man gefickt, aber hart. Also kommen wir zurück zu der letzten Kernfrage, die im Raum stand. Ist Smurfen schlimm? Jein. Man muss unterscheiden. Wenn Smurfer runtergehen in Silber- oder Goldnova-Bereich, dann sind es Ficker, weil da sind wahrscheinlich sehr viele junge bzw. frische Spieler da, die einfach den Spaß am Spiel vielleicht auch noch gar nicht haben und erst finden müssen oder wollen. Und auch sollen. Es ist sehr schön, wenn die Community weiter wächst. Wenn man da smurft, dann ist man echt ein Bastard, weil man verscheucht die Kleinen. Das ist einfach Kacke. Wenn man wiederum nach oben geht, ich weiß nicht, ob man das überhaupt Smurfen nennen kann, wenn ein Global auf MG-Elo spielt. Weil es tatsächlich machbar ist. Ich habe vorhin das Beispiel genannt, es ist machbar. Natürlich wird jetzt jemand, der kein Durchhaltevermögen hat, sagen, nee, das ist gut, vielleicht. Ich will es nicht definieren. Ich will euch nur wieder mit auf den Weg geben, wie ihr euch am besten verhaltet. Und es ist natürlich logisch, dass ihr nach wie vor euer Bestes geben sollt. Gerade beim Smurfer. Ihr müsst euch denken, geil, es ist ein Smurfer und kein Cheater, herrlich. Bei dem kann ich noch was lernen. Ich habe ja noch eine kleine Story für euch, die da sehr gut reinpasst. Und zwar, Wally und ich haben Command & Conquer spielen wollen. Und Command & Conquer
Gerade die Teile, die wir spielen wollten, waren schon über 10 Jahre alt. Aber wir wollten es ganz zwingend online spielen. So, also wir gehen ins Spiel rein. Online-Modus gibt es nicht mehr, die Server sind abgestellt. Also kurz gegoogelt, es gibt einen Service, wo man das nach wie vor online spielen kann, wenn man sich so ein extra Bums runterlädt. Gelesen, getan, schon sind wir drin. Und man sieht, in dieser Community waren meistens nur so, keine Ahnung, maximal 20 Leute online mit uns, weil das Spiel halt einfach schon ausgestorben ist. Wollen und ich, wie gesagt, Anfänger. Jetzt ratet mal, wie gut die anderen waren. Richtig. 100 Spiele, 100 Loses. Aber haben wir aufgehört? No. Wir haben Spiel um Spiel um Spiel um Spiel gespielt. Manche Spiele gingen nur 2, 3, 4, 5 Minuten. Die kamen mit Bikes zu uns reingefahren, haben uns gefistet. Wir haben ultra viele Taktiken am eigenen Leib gespürt, wie das reinhauen kann. Und haben daraus gelernt. Dieses Verlieren war natürlich nicht immer extrem einfach. Wir haben jetzt nicht grundsätzlich gelacht und haben gesagt, oh geil, schon wieder verloren. Aber wir haben auch nicht aufgehört. Wir haben immer weiter gespielt, bis bei uns die Siege kamen. Weil man, wenn man Spaß an einem Spiel hat, sich den Spaß nicht durch jemanden verderben lässt, der besser ist als man selbst. Das muss der Ansporn sein, ich will mal so gut sein wie der. Und wir wurden wirklich immer gefickt, wir wurden zerfickt die ganze Zeit. Irgendwann hatten wir halt dann auch mal 3 Wins und der Rest Loses. Aber die 3 Wins haben sich wahnsinnig krass angefühlt, weil wir sie gefickt haben. Und ich würde sagen, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass wenn man anfänglich mal Spaß an einem Spiel hat, dass man sich den nicht versauen lassen soll. Von schlechten Runden, von zu starken Gegnern und so weiter und so fort. Es gibt so unglaublich viele Spiele, bei denen ist man nicht geschützt vor guten Spielern. Man trifft immer wieder auf sie und dann reißen sie einen eben ein und man muss gucken, was man daraus mitnehmen kann. Ich weiß, es wird jetzt den Dödel geben, der schreibt, ja, aber genau deswegen gibt's ja Matchmaking, dass sowas nicht bei dir. Aber es passiert ja trotzdem. Und was ist einfacher? Die Leute irgendwie zu verändern, also ihnen gut zuzusprechen, dass sie nicht mehr smurfen oder eure eigene Denkweise zu verändern, da anders heranzugehen, Grundeinstellung, Attitude und so weiter. Verändert euch lieber selbst, anstatt die anderen zu verändern. Da habt ihr einfach mehr Spaß im gesamten Leben bei solchen Dingen. Um Gottes Willen, es gibt beim gesamten Leben Sachen, da müsst ihr auf jeden Fall den Personen sagen, wenn irgendwas, ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Also jetzt nicht grundsätzlich alles auf die eigene Kappe nehmen. Aber bei sowas eben schon. Das Schlusswort, arbeitet wie immer an euch selbst. Wenn ihr wisst oder glaubt zu wissen, dass ein Smurfer im Gegnerteam ist, spielt das Spiel so gut es geht zu Ende. Versucht im Spiel zu analysieren, warum bin ich gerade gestorben, was hätte ich besser machen können. Und schaut euch danach die Demo an und guckt diesem Smurfer zu. Schaut, wie er spielt, schaut, was er macht. In den höheren Elos, und das könnt ihr mir gerne glauben, geht es nicht mehr um Aim. Das Aim hat man dann so oder so. Aim ist irgendwann da. Das hat jeder irgendwann, wenn man oft genug spielt. Das A und O sind da Brain, Play und Game Sense. Wenn ihr das nicht habt, dann kann euer Aim so verschissen gut sein, wie ihr wollt. Ihr werdet auf die Fresse bekommen. Ihr müsst die Game Sense des Todes haben. Und diese extrem guten Spieler haben diese Game Sense des Todes. Ich habe es vorhin kurz erzählt, Wall und ich haben gestern Global Games gemacht. Und unser Mate, dieser Global, das war abnormal, was er gemacht hat. Und das beziehe ich nicht nur aufs Aim, sondern auch einfach, sein Movement war schon ein anderes, wie bei mir zum Beispiel. Und die gesamte Dynamik seiner Spielweise war, wow, das war krass, war wirklich krass. Ich bin natürlich wieder sehr gespannt, wie ihr das Ganze seht, was ihr dazu sagt. Also kommentartechnisch bitte wieder alles rausstoppen, was geht. Ich habe beim letzten Video auch einige Erkenntnisse nochmal dazu gewinnen können, die ich davor nicht wusste und das ist einfach wichtig. Und deswegen, freue ich mich auf eure Meinungen. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.